Mit unserem neuen Studiengang Sozial-Ökologisches Waldmanagement wollen wir bekannte Pfade verlassen. Aber der Ausgangspunkt und auch das Ziel, das werden immer der Wald sein. Die ganzen Waldökosysteme, selbstverständlich auch die Waldbewirtschaftung. Wir Menschen, wir stecken jetzt in der Klimakrise. Das heißt Leiden, das heißt schnelle Veränderungen, das heißt eine große Verunsicherung. Wie wird eigentlich der Wald in der Zukunft aussehen? Können wir das beeinflussen? Wie sollten wir das beeinflussen? Was müssen wir tun, damit genau die Leistungen auch vom Wald erbracht werden, die wir am meisten brauchen? Und was muss da auch in der Politik passieren dafür? Wir haben wirklich interessante Waldflächen hier in Eberswalde, aber wir werden auch viele andere Waldflächen besuchen und wir werden in die Mittelgebirge reisen in Deutschland und Urwälder in den Karpaten besuchen. Ganz wichtig in diesem Zusammenhang ist unser Partnernetzwerk. Der Studiengang wird nämlich gefördert und unterstützt von Stiftungen, von Unternehmen, von Waldeigentümern. Und die stellen uns teilweise auch ihre Flächen zur Verfügung, damit wir da experimentieren, lernen. Das heißt, wir haben eine Vielfalt von Perspektiven und von Orten, die in diesem Studiengang eine Rolle spielen. Um diese ethische und nachhaltige Fragen zu beantworten und gemeinsam zu diskutieren, haben wir 3 ganz neue Professuren geschaffen mit 3 neuen Fachrichtungen: sozial-ökologische Waldgovernance, wertebasierte Waldökonomie und Sozialökologie der Waldökosysteme. Das ist das, was im Studiengang passiert. Aber dann gibt es natürlich auch noch ganz andere Möglichkeiten, für Studierende wirksam zu werden und auch zu lernen, von anderen Studierenden auch von den Initiativen zu profitieren, die es hier gibt. Projektwerkstätten, Spezialisierungsmodule. Das ist diese Flexibilität, die wir versuchen hier zu bieten an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde.